Beine brennen, der Hintern schmerzt. Es ist eine Qual hinauf auf den Col de Pelère in den Pyrenäen, das Dach der Tour de France 2013. Das ist mein Ziel. Im Selbstversuch werde ich einen Teil einer Originaletappe der Tour de France fahren. Paris, Hauptstadt Frankreichs und traditionell Schauplatz der letzten Etappe. Die Tour de France gilt als härtestes und ist das längste Radrennen der Welt. 3 Wochen lang ist die Tour Frankreich und Frankreich ist die Tour. Neben der sportlichen Leistung der Fahrer sind es vor allem die einzigartige Atmosphäre und die Stimmung rund um die Strecken, die dieses Sportereignis ausmachen. Und 200 Fahrer müssen fast 3500 Kilometer durch Frankreich zurücklegen, um hier hinzukommen. Die Champs-Élysées in Paris. Auf fast 1600 Metern Höhe liegt es, das Skoda Camp. Dorthin zu kommen, ein fast aussichtsloses Unterfangen. Dennoch versuche ich es. Und schon die Voraussetzungen für den Tourversuch könnten besser sein. Es fängt schon an beim falschen Schuhwerk. Mehrere Nachteile. Ein Nachteil ist auf jeden Fall, dass ich bei Turnschuhen eine viel weichere Sohle habe. Das heißt also, die Druckbelastung auf den Fuß ist viel größer, weil bei den modernen Rennschuhen habe ich einfach eine Primär-Carbon-Sohle, die einfach eine große Druckverteilung gibt, dass ich einfach keine Schmerzen im Fuß habe. Und das andere ist natürlich, ich habe, wenn ich mit normalen Pedalen fahre, kann ich nur runtertreten, ich kann nicht hochziehen. Das heißt, ich verliere einiges an Prozenten, weil ich einfach nur in eine Richtung Kraft aufbringen kann und nicht gleichzeitig auf der anderen Seite hochziehen kann. Auch mein Training im Vorfeld lässt etwas zu wünschen übrig. Knapp 5 Wochen mit 20 bis 30 Kilometern pro Woche ist nicht gerade viel. Wie viele Kilometer geben Sie mir heute? Da wird es natürlich schwierig. Also wir sind ja auf alles eingestellt, eigentlich auf alles vorbereitet, haben unsere Skoda-Begleitfahrzeuge dabei, dass die dann schlapp machen, auch einsteigen können. Ich würde mal sagen, man kann mit viel Anstrengungen bei 20 Kilometer in der Woche schon einmal hier auf 40, 50 kommen. Trotz Berghoch. Und ich erwarte eigentlich, dass dann bei der Tour-Etappe am Samstag, dass es da dann wirklich klappt, die 73 Kilometer bis ins Camp. Und natürlich lässt es sich der ehemalige Teamchef des Teams Gerold Steiner nicht nehmen, ebenfalls auf meine Schuhe zu verweisen. Ja, und mit so einem Schuh, das ist ungefähr so wie Skifahren in Gummistiefeln. Ja, das ist doch super. Das ist ja spitzenmäßig. Ich würde sagen, dann versuchen wir uns das mal einzustellen und dann geht's ins Training. Ne? Dankeschön. So machen sich mit mir 14 weitere Teilnehmer des Skoda Aktivtrainings auf zur ersten Trainingsfahrt. Die Strecke rund 80 Kilometer lang und nur kleine Steigungen. Und Hans-Michael Holzer hatte recht. Bei mir werden es 45 Kilometer. Ich will ja nicht gleich übertreiben, denn der nächste Tag wird lang und vor allem hart. Bei Wheatley und dem kleinen Runty ist noch alles entspannt. Noch ist der Tourtross nicht in Paris angekommen und sie können relaxed in der Sonne sitzen. Sie sind begeistert, hier zu sein. Sehen Sie nicht Ihren Gesichtsausdruck? Wir sind schon das zweite Mal bei der Tour. Meine Schwester lebt in Nordfrankreich. Wir haben dort die Etappe in der Bretagne gesehen. Es ist der Tag des Finales der Tour de France 2013. Die Durchfahrt der Profis durch die Metropole ist erst gegen 20 Uhr am Abend. Doch viele Fans sind bereits seit dem frühen Morgen an der Strecke. Es ist toll und es wird noch toller später beim Rennen. Wir folgen der Tour schon seit Nizza, waren in den Pyrenäen am Mont Ventoux. Es ist fantastisch, sensationell. Wir sind 16 Stunden im Auto gefahren und sind hier, um unseren Peter Sagan zu unterstützen. Ich finde, es ist eine großartige Sportart, die auf jeden Fall geehrt werden sollte. Und ich freue mich einfach, hier zu sein und zu feiern.
Ich wollte hier schon immer zuschauen. Ich verfolge die Tour schon seit Jahren. Und das hier ist meine erste Möglichkeit, hier live zuzuschauen. Diese Familie hat sich ihr praktisches Equipment gleich mitgebracht. Kleine Hocker, 4 an der Zahl. Damit wir uns vorher noch Paris anschauen können. Und wenn die Fahrer dann über den Champs-Élysées fahren, können wir auch von ganz hinten zuschauen. Die Stadt präpariert sich für das große Finale, wenn die Fahrer 6-mal die Champs-Élysées hoch und runter fahren. Paris steht an diesem Wochenende voll im Zeichen des Radsports. Straßen sind abgesperrt und anstatt Autos sind vor allem Radfahrer unterwegs. Diesen Morgen waren die Straßen überraschenderweise recht leer. Das ist toll. Es war interessant, hier über das Kopfsteinpflaster zu fahren. Das wird sicher auch für die Fahrer interessant. Wir sind aus Brisbane und wir folgen der Tour schon seit 2 Wochen. Wir waren zum Beispiel in Alpe d'Huez dabei. Es ist fantastisch. It's fantastic. Egal ob aus Kolumbien, Norwegen, Frankreich, der Schweiz oder England, sie sind alle hier aus dem gleichen Grund, der Tour de France. So, 6.30 Uhr. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Jetzt geht's gleich zum Bus, dann geht's zur Etappe und dann wollen wir mal sehen, ob ich 73 Kilometer schaffe oder nicht. Wegen der Tour bin auch ich in Frankreich. Es ist der Tag der Etappe auf den Col de Pelerre, die erste richtige Bergetappe, 2 Wochen vor Paris. Nun werde ich sehen, was meine Beine so hergeben. Tschüss. Los geht es in Limoux, immer in Zweierreihen und dicht hintereinander. Im gegenseitigen Windschatten geht es schnell voran. In der Nähe von Axat dann die erste Pause. Zur Erinnerung, beim Training am Tag zuvor bin ich 45 Kilometer gefahren. Wie viel haben wir denn? 40? 38? Oh, mir geht's besser als gestern noch, muss ich sagen. Also 40, Respekt, aber mir schwant Böses, meine Lieben. Dann geht es hinauf auf den Col de Pelerre, ein Berg der Ehrenkategorie, der höchsten Bergwertung bei der Tour. Überall stehen schon Fans mit Wohnwagen und Campingstühlen an der Strecke und feuern an. Ich versuche, die Landschaft zu genießen und die Atmosphäre einzusaugen. Prächtig ist die Stimmung auch auf den Champs-Élysées in Paris. Auch die VIP-Plätze sind gut gefüllt. Zur Einstimmung gibt's Musik. Und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die Bilder sprechen für sich und wer hier mal sieht, was hier für eine Begeisterung herrscht, ich glaube, die Tour ist selbsterklärend. Das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Ihr seid 10 Jahre Partner schon bei der Tour. Warum das Engagement und vor allem dann auch, werdet ihr noch weitermachen? Also wir sind 10 Jahre Partner in der Tat und ich glaube, das passt recht gut zusammen, weil wir kommen ja aus dem Fahrradbau ursprünglich. Wir haben ja angefangen mit Fahrrädern, bevor wir Autos gebaut haben. Und das Thema Fahrrad ist natürlich nach wie vor super interessant und wir haben da ganz tolle Kombinationen mit unseren Kunden auch und ich glaube, das passt insgesamt recht gut. Die Tour ist ein Mythos. 1903 fand sie zum ersten Mal statt. In diesem Jahr ist es die 100. Auflage. Es ist etwas Besonderes, hier zu sein bei der Tour. Für mich als Journalist, für die Fans, für ehemalige Teamchefs und vor allem für die Fahrer. Oh, es hat alles seinen Charme. In Bergen ist eine sehr, sehr große Stimmung. Aber wenn man hier auf die Champs-Élysées ankommt, nach 3 Wochen, hat man, denke ich, jeder Fahrer Gänsehaut. Das ist ein ganz spezielles Gefühl. Ich denke, das ist hier einfach eine ganz geniale Mischung aus Karneval auf der einen Seite, ein bisschen Disneyland und einer supersportlichen Leistung. Eine Faszination, in die auch ganz Frankreich diese Landschaft alles mit einfließt. Und das ist einfach einmalig. Es ist das größte Sportereignis, das jährlich stattfindet. Und in seiner Einmaligkeit für mich nicht zu übertreffen. Am Ende triumphiert ein Deutscher. Marcel Kittel gewinnt die Etappe im Zielsprint. Den Tour-Gesamtsieg holt sich der Brite Christopher Froome.
Fahrt auf den Col de Pelerre wird langsamer und der Berg wird steiler. Je weiter es raufgeht, desto mehr bricht die Gruppe auseinander. Meter für Meter, Tritt für Tritt wird es schwerer. Irgendwann kann ich nicht weiter runterschalten. Ich brauche eine Pause. Mehrmals fehlt mir die Kraft bei über 30 Grad und bis zu 10% Steigung. Irgendwann fordert der Berg seinen Tribut. Ich bin raus. Raus, raus. Nach 64 Kilometern ist Schluss. 9 Kilometer zu wenig. Der Wille ist da, aber die Beine und der Hintern machen nicht mehr mit. Da geht nichts mehr. Hey. Ich krieg überhaupt keine Kraft mehr auf die Beine. Ein wenig enttäuscht bin ich schon, aber es ist einfach nichts mehr zu machen. Nach oben komme ich dennoch in einem unserer Begleitfahrzeuge. Und dort höre ich, 13 von 15 Teammitgliedern haben den Anstieg geschafft. 64 schaffst, super. Dann bin ich das erste Mal gestorben. Das stehst du durch. Ja? Dann, ich weiß nicht, wie viel. Ich habe bis 4 gezählt. Viermal war ich am Ende. Und du fährst einfach weiter. Und dann merkst du plötzlich, das geht wieder, es wird wieder flacher. Und plötzlich kannst du auch mal rollen lassen. Und dann waren es plötzlich 66 Kilometer, 67, 67, 4. Komischerweise der Po. Der Wille war da, aber der Po ging einfach nicht mehr. So hammergeil. Wichtig jetzt ist vor allem trinken und den Energiehaushalt wieder auffüllen. Und im Camp ist für alles gesorgt, was das Radfahrerherz nach einem solchen Berg begehrt. Genau das ist das, was ich brauche. Nun heißt es erstmal ausruhen, regenerieren und die Landschaft genießen. Ach ja, einer fehlt noch. Das letzte Wort hat Didi, der Teufel. Er ist immer da, wo Fahrrad gefahren wird. Und auch ich bin an ihm vorbeigekommen. Ja, bei jeder Tour de France, bei jeder Tour de Suisse, beim Giro d'Italia, überall wo Rundfahrten sind in Europa, treibe ich mich so rum, auch bei den Weltmeisterschaften und kenne auch ein bisschen die Szene. Und versuche mal ein bisschen Spaß zu verbreiten und die Fahrer anzufeuern, wenn sie nach Mitte am Berg kommen. Richtig, yeah, haut rein, Jungs, hier, alle, alles, alle, Der nächste Berg kommt bestimmt. Und mit Didis Hilfe werde ich ihn erklimmen.